The Pioneer Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gut gelaunt, trotz der Italienwahl, in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 26. September. Unser italienischer Freund hat sich heute Nacht mit 7 Meilenstiefeln weiter von Europa entfernt. Die Mussolini-Verehrerin Giorgia Meloni und ihre Partei, die Brüder Italiens, werden künftig die Regierung führen. Die Fixsterne dieser neuen ersten Frau an der Spitze Italiens heißen nicht Kohl, Gorbatschow, Draghi oder Obama. Sie heißen Le Pen, sie heißen Orban, sie heißen Donald Trump. Die große Gemeinsamkeit dieser Populisten, sie betrachten die europäische Idee als Feindin der Nation. Die Zuwanderung betrachten sie als Kriegserklärung an die eigene Identität. Und Deutschland betrachtet man in Italien als großen Geldautomaten, der mit Zuschüssen, Kreditermächtigungen, Bürgschaften aus Brüssel und mit frischem Geld aus Frankfurt alle bei Laune hält. Der Rest, die europäische Idee, ist Lametta. Die Anführerin Meloni macht im Wahlkampf klar, wer sie ist, nämlich eine Rechte. Nicht verschämt, nicht heimlich, sondern offensiv. Hier spricht sie auf einer Kundgebung in Spanien, wo sie verlautbarte, ja zur natürlichen Familie, nein zur LGBTQ-Lobby, ja zur Kultur des Lebens, nein zur Abtreibung, ja zur christlichen Prinzipien, nein zur islamistischen Gewalt, ja zu sicheren Grenzen, nein zu Masseneinwanderung. Hören Sie selbst und achten Sie mal auf den Ton. Sì alla famiglia natural, no allo lobby LGBT. Sì alla identità sexuale, no alla ideologia di genere. Sì alla cultura della vita, no all'abismo della morte. Sì all'universalità della cruz, no alla violenza islamista. Sì a fronteras seguras, no alla immigrazione massiva. Sì al trabajo a nuestros ciudadanos. Auch der Hitler-Kumpan Mussolini ist für sie keineswegs eine persona non grata, sondern er war, sagt sie, ein guter Politiker. Ich möchte sagen, dass er alles, was er getan hat, für Italien getan hat. In den letzten 50 Jahren, so geht das Zitat weiter, hat es keinen anderen Politiker wie ihn gegeben. Das sagte sie dem französischen Fernsehsender France 3 in einem Interview. Dabei sollte unser italienischer Freund vielleicht mehr in die Zukunft als in diese düstere Vergangenheit und damit nach hinten schauen. Die Kreditsucht hat dieses einst so stolze Land zerfressen. Der Nationalismus hat Italien politisch verwirrt und das Mafiöse hört nicht auf, Metastasen zu bilden, die dem Staatsapparat erst seine Funktionsfähigkeit und vielerorts mittlerweile auch seine Würde genommen haben. Diese Republik der Paten kann ihren Bürgern, die ja auch nach einem Zugewinn an Wohlstand streben, vielleicht nicht ganz so anders als hier bei uns in Deutschland, keinen wirklichen Dienst erweisen, würde ich zumindest sagen. Aber was sagt eigentlich Tonia Mastroboni, Journalistin, Korrespondentin der italienischen Zeitung La Repubblica, heute Morgen in Rom? Einen schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Herr Steingart. Was ist da passiert in Italien? Ein Rechtsruck, wenn eine Frau wie Frau Meloni beim letzten Mal noch 4, jetzt ungefähr 25% holt, da ist was passiert im Lande. Ja, also sie hat wirklich diese Wahlen ganz klar gewonnen. Und sie wird wahrscheinlich zur Premierministerin Italiens, die erste Frau. Aber das Land bekommt dadurch einen ziemlichen Rechtsruck. Ja, wie rechts ist sie denn? Schätzen Sie uns diese Dame mal ein, vielleicht im Vergleich zu Berlusconi oder auch zu Alice Weidel. Sie kennen das Führungspersonal in Europa. Sicher. Also ich würde eher sagen, es ist keine Mitte-Rechts. Bündnis, sondern es ist ein Rechts-Mitte-Bündnis diesmal. Früher war immer die Hauptpartei Berlusconi, jetzt ist es umgekehrt. Berlusconi ist die kleinste Partei in diesem Bündnis, die zweite Partei ist Lega und die erste Partei ist eben Fratelli Italia. Sie ist sehr ambivalent gewesen in letzter Zeit. Ich glaube, sie wollte sehr das internationale Publikum beruhigen auf der ökonomischen Seite, aber sie benutzt Parolen, die kommen ganz klar aus dem rechtsradikalen Lager. Sie spricht von Gender-Ideologie gegen LGBTQI-Community. Sie wütet gegen Migranten. Sie hat sehr oft gegen Soros geschimpft. Also das kommt ganz klar aus demselben Vokabular und aus derselben Gedankenwelt wie Alice Weidel oder eben der Rechtsextrem in Europa.
Was uns Deutschen natürlich immer sehr interessiert, ist Ihre Einstellung zum Staatsdefizit, zu den Finanzen. Wird da aus Italien sozusagen die Politik von Mario Draghi fortgesetzt, der ja eher auf Solidität geachtet hat? Oder heißt es jetzt wieder leinenlos? Also Giorgia Meloni hat ganz klar gesagt, sie will keine neuen Schulden machen. Leider hat ihr Bündnispartner Salvini das Gegenteil gesagt, aber sie ist ja momentan eben die Favoritin als Premierministerin und das hat sie ganz klar gesagt. Zum Wiederaufbaufonds hat sie gesagt, sie will ihn neu verhandeln, aber weil die Prioritäten sich einfach verschoben haben. Wir haben eine ganz schlimme Energiekrise und wenn wir das vergleichen mit dem, was vor einem Jahr verhandelt wurde in Brüssel, sagt sie einfach, wir haben neue Prioritäten und deswegen will sie das nochmal neu verhandeln. Und will sie denn überhaupt noch in Europa bleiben oder will sie wie Boris Johnson und andere Figuren seinerzeit in Großbritannien eigentlich die EU verlassen? Nein, sie will nicht die EU verlassen, aber sie will so ähnlich, glaube ich, wie Polen und Ungarn die Beziehung zu der EU nochmal verhandeln. Also sie will zum Beispiel, sie hat gesagt, sie will Souveränität zurückhaben für Italien, für die nationalen Ebene. Was natürlich gegen die europäischen Verträge geht. Ne? Wir haben auch gesehen, in Polen gibt es inzwischen eine offene institutionelle Krise zwischen den polnischen Institutionen und Gerichten und dem EU-Gerichtshof. Bis vor einigen Jahren sagte sie noch, sie wollte aus dem Euro raus, aber das will sie jetzt überhaupt nicht mehr. Das Gefährliche ist eben, es könnte zu einer institutionellen Krise kommen. Also sie könnte auch in einigen Bereichen sagen, da geht das nationale Recht und nicht mehr das europäische Recht, was natürlich, wenn es von Polen kommt, ist es eine Sache. Wenn es an ein Gründungsmitglied von Europa kommt, ist es eine ganz andere Geschichte. Und schon das mit den Polen ging eigentlich nicht in Ordnung, dass man das europäische Recht nicht mehr anerkennt, ist ja letztlich der Beginn einer Auflösung einer Union. Aber für einen war der Wahlabend ja trotzdem nicht so erfolgreich, wie er vielleicht dachte, für Putin nämlich. Denn obwohl sie eine klare Rechte ist, ist diese Frau doch immerhin ja für auch Waffenlieferungen an die Ukraine und für einen Widerstand gegenüber Putin, richtig? Das ist absolut richtig. Sie ist pro-ukrainisch, sie ist pro-amerikanisch und da auch eben viele Parallele zu Polen. Das kommt auch aus der postfaschistischen Tradition. Das war immer eine Tradition, die auf Amerika geguckt hat. Also da ist sie ganz, ganz klar und hat auch immer Stellung bezogen pro-ukrainisch und gegen Russland und so weiter für die Sanktionen in Europa. Das Problem werden wieder ihre Bündnispartner sein, weil die Lega Nord und Berlusconi sind beide sehr, sehr ambivalent Ukraine gegenüber. Also ein guter Wahltag für Europa oder ein eher schwieriger Wahltag für Europa? Was sagen Sie als Korrespondentin von La Repubblica? Ich glaube, ein sehr schwieriger Wahltag für Europa, vor allem, weil Meloni sehr oft aggressiv mit Deutschland war, auch letztens, also mit dem, zum Beispiel, wenn es darum ging, die Preisdeckelung und so weiter, und da ist ja Olaf Scholz immer noch sehr zögerlich und sie hat sehr oft gegen ihn geschimpft. Ich glaube, da könnten sich einige Bündnisse, einige Equilibrien könnten sich da ganz klar verschieben. Das ist keine gute Nachricht für die Bundesrepublik, würde ich sagen, an diesem heutigen Morgen. Aber wir sind tapfer. Ich bedanke mich für diese erste Einschätzung von Ihnen, Frau Mastroboni aus Rom. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Raffaela nennt sich die militante Veganerin mit einer sehr klaren Botschaft: Menschen sollten keine Tiere essen. Tierhaltung ist wie Sklavenhaltung, sagt sie. Im Interview spricht sie über ihren Aktivismus. Jeder, der an Menschenrechte glaubt und für diese einsteht, der muss vegan leben. Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt und Annette Weißbach erzählen Ihnen die wichtigsten Termine in dieser Woche für die internationalen Investoren. Und wir hören einen gerührten Elton John im Weißen Haus. Außerdem lernen wir von der Spezies der Maulwürfe, wie man doch ganz gut durch den Winter kommen kann. Ich habe mir auch schon mal überlegt, Veganerin zu werden. Ich bin ein Veganer Stufe 5. Ich esse nichts, was einen Schatten wirft. Fans haben es natürlich sofort erkannt, das war ein Ausschnitt aus der berühmten Comicserie The Simpsons, in der alles durch den Kakao gezogen wird, natürlich auch die modernen Essgewohnheiten. Aber jetzt Spaß beiseite. Veganismus ist keine Randerscheinung mehr. Immer mehr, und zwar nicht nur junge Menschen, hinterfragen das Essen, die Esstradition und hinterfragen das, was auf den Teller kommt, beziehungsweise wie es eigentlich dahin kommt und von wem es stammt.
eine Aktivistin wider das Töten von Tieren ist, Raffaela. Den Nachnamen will sie uns nicht verraten. Sie arbeitet als Ärztin in Linz. Sie nennt sich im Internet die militante Veganerin und macht dort sehr wortgewaltig klar, dass sie vom Fleischessen weniger als wenig hält. Achtung, es geht um Leben und Tod. Kühe, Schweine, Hühner, Puten, Schafe stehen jetzt gerade am Schlachthof und gleich wird ihnen jemand ein Messer in die Kehle stechen. Und warum passiert das, fragst du? Es ist dir vielleicht noch nicht aufgefallen, aber die Regale in unseren Supermärkten sind voll mit Leichenteilen. Brüste, Bäuche, Flügel, ganze Körper. Leichenteile, Stücke von ermordeten Tieren. Weil es gibt Menschen, die kaufen diese Stücke von den toten Tieren, um das dann zu essen. Bei TikTok hat sie mittlerweile 100.000 Follower und ihre Videos erreichen bisweilen mehrere Millionen Menschen. Bei YouTube schauen ihr auch viele zu, einer davon bin ich. Die Österreicherin arbeitet mittlerweile unabhängig von großen Organisationen à la PETA und Greenpeace. Das hat mich interessiert. Sie ist die Solistin unter den Aktivistinnen, vergleichbar vielleicht der frühen, einsam auf der Straße stehenden Greta Thunberg. Was treibt also diese Raffaela, die militante Veganerin? Was ist ihr Ziel? Wie weit will sie gehen? Wir rufen sie jetzt, um das herauszufinden, gemeinsam an. Einen schönen guten Morgen an Raffaela aus Linz. Ja, guten Morgen. Du bist bekannt als die militante Veganerin, ein kleiner YouTube- und TikTok-Star. Lass uns doch zunächst mit dem Handwerk der Aktivistin beginnen, wenn du Menschen auf der Straße ansprichst und versuchst, sie zu überzeugen. Was würdest du sagen, ist dein bestes Argument? Wo landest du den größten Treffer? Also unser Straßenaktivismus sieht ja meistens so aus, dass wir ein paar von unseren Aktivisti mit Bildschirmen auf die Straße stellen, wo die Wahrheit von den Tierindustrien gezeigt werden, also Schlachthausvideos oder Videos von Tieren, wie sie leiden können und wie sie tatsächlich jeden Tag auch leiden. Die Menschen, die stehen bleiben, die werden halt empathisch darauf reagieren, was auf den Bildschirmen zu sehen ist. Und es sind meistens eh Menschen, die der Botschaft gegenüber offen sind, weil sie ja offensichtlich aus Mitleid den Tieren gegenüber stehen geblieben sind. Die wichtigste Botschaft, die wir ihnen dann mitgeben können, damit wir unser Ziel im Endeffekt erreichen, dass sie vegan leben und dass dafür nicht mehr verantwortlich sind, ist die Parallele zu ziehen zu anderen Ungerechtigkeitsformen. Sie würden beispielsweise niemals einen Hund oder eine Katze so behandeln, wie sie im Alltag mit den anderen Tieren im Endeffekt umgehen, wenn sie ihre Leichenteile oder körperlichen Ausscheidungen im Supermarkt kaufen. Und dann müssen wir ihnen erklären, dass es sich hierbei um eine Diskriminierungsform handelt, die dem Rassismus sehr ähnelt. Früher haben Rassisten gesagt, ja, das sind ja nur Schwarze. Sexisten haben gesagt, ja, das sind ja nur Frauen. Und jetzt sagen Nicht-Vegane Speziesisten, ja, das sind ja nur Tiere. Arbeitest du allein als Solo-Aktivistin oder es klang eben so, als ob ihr in einer Gruppe unterwegs seid? Also ich mache beides. Einerseits bin ich oft auf der Straße unterwegs. Da habe ich auch angefangen mit meinem Aktivismus, mich einer Gruppe anzuschließen. Unterschiedliche Vereine, beispielsweise Anonymous for the Voiceless. Ich war auch beim VGT in Österreich dabei, einem großen Tierrechtsverein. Mittlerweile versuche ich mich aber von den großen Organisationen zu distanzieren, weil ich mich nicht mehr an Regeln halten möchte und besonders übers Internet meine größte Reichweite habe, wo ich auf TikTok fast 100.000 Follower habe und täglich Millionen von Menschen mit meinen Videos erreiche, wo ich unter anderem meine Videos aus dem Straßenaktivismus und meine Gespräche filme und mit den Menschen verbreite, weil es einfach nicht reicht, wenn wir als eine Handvoll Aktivisten auf der Straße stehen oder ein Schild halten. Wir müssen die Medien benutzen und deswegen vermarkte ich mich online als die militante Veganerin, um möglichst viele Menschen mit dieser Botschaft zu erreichen. Und einer deiner Follower bin ich, weil ich das interessant finde, auch wie du mit den Leuten sprichst. Du sprichst ja sehr deutlich mit den Leuten. Wie hast du diese Tonalität gefunden für dich? Gehört ja eine Menge Mut auch dazu. Menschen, auch sehr junge Menschen, sehr offensiv, du nennst dich selbst militante Veganerin, also auch aggressiv anzusprechen auf ihren Fleischkonsum, auf ihre Bratwurst oder ihren Burger, den sie ja gerade in der Hand halten. Also ich bin in eine englische Volksschule gegangen, wo wir einige Menschen bzw. Lehrer hatten, die unterschiedlicher Herkunft waren oder sogar schwarz waren, wo das Thema Rassismus schon in der Volksschule sehr klipp und klar gelehrt wird als etwas, das absolut keine Grauzonen kennt. Entweder man ist Rassist oder man ist es eben nicht oder stellt sich sogar dagegen. Und genauso ist das eben bei anderen Diskriminierungsformen wie eben der Gewalt gegenüber den Tieren. Entweder man ist Speziesist oder man lebt vegan.
Gab es ein Schlüsselerlebnis, wo du an dieser Stelle abgebogen bist, wo du abgebogen bist? Wir wachsen ja alle auf mit, naja, ich sag mal, sehr prosaischen und romantischen Kinderbüchern auf dem Bauernhof und ähnliches, wo das Schlachtvieh, das Nutztier eigentlich als, ja, jedenfalls nicht als unterdrückte Kreatur gezeigt wird, sondern als liebliches Tier, das seiner Schlachtung entgegenlebt. Ja, definitiv. Also das wahre Schlüsselerlebnis gab es, als ich nach meinem letzten Staatsexamen im Medizinstudium mit meinen Eltern am Tisch saß und wir ein Spiel gespielt haben, wo jeder Diktator war und wir uns etwas aussuchen konnten, was wir verändern dürfen am Land Österreich. Und ich habe halt gesagt, ich würde einfach den Konsum von Tierprodukten verbieten auf Basis der Umwelt- und der Gesundheitsargumente. Und daraufhin ist der damalige Freund meiner Mutter komplett explodiert und wirklich wütend geworden. Er hat das sehr persönlich genommen. Man dürfe ja nicht den Fleischkonsum verbieten. Das haben wir immer schon so gemacht. Und ich habe ihm halt nur gesagt, nur weil wir etwas immer schon so gemacht haben, ist das ja keine Rechtfertigung, es weiterzutun. Das gleiche Argument haben wir beispielsweise in der Unterdrückung von Frauen oder in der Sklaverei gebracht oder gar im Holocaust. Und er meinte, man dürfe nicht die Sklaverei oder den Holocaust mit den Tierindustrien vergleichen. Und in dem Moment hat es bei mir so Klick gemacht, weil ich habe ihn nur gefragt, warum nicht? Und er konnte mir kein Argument liefern, was nicht einfach nur emotional geladen war. Und da ist mir bewusst geworden, wären das jetzt Menschen in diesen Tierindustrien, in diesen Arbeitslagern, in diesen Transportern, wie würden wir das dann nennen? Sklaverei, Massenvernichtung. Also, und dann ist mir das Wort Speziesismus untergekommen. Ich habe das nicht mehr in Ruhe gelassen. Ich habe das Buch gelesen, Unsere Behandlung von Tieren und der Holocaust und die Befreiung der Tiere von Peter Singer. Erklär uns das Wort nochmal. Was bedeutet dieses Wort? Speziesismus. Zugegeben, es ist kein sehr schönes Wort, aber es ist genauso wie der Rassismus oder der Sexismus, haben wir hier halt die Diskriminierung nach der Spezies. Jedweder Spezies, ja. Genau, ich glaube, ich habe eingangs schon kurz geschildert. Der Rassist sagt ja, das sind ja nur Schwarze. Ja. Und man darf Schwarze als Objekte benutzen, weil sie eine andere Hautfarbe haben. Ich glaube, wir können uns hier alle einigen, Hautfarbe ist kein relevanter Faktor, wenn es um die Benutzung von Individuen als Objekt geht. Absolut. Der Sexist macht das Gleiche mit Frauen. Wir dürfen Frauen als Objekte benutzen, weil es sind ja nur Frauen. Und auch das Geschlecht kann hier kein relevanter Faktor sein. Und der Speziesist sagt, wir dürfen Tiere essen, wir dürfen Tiere von ihren Kindern wegzwingen und ihre Muttermilch stehlen. Wir dürfen Tiere als Unterhaltungsmittel benutzen, weil es sind ja nur Tiere. Aber wenn wir dieser ethischen Logik folgen, dann kann auch die Spezies von einem fühlenden Individuum kein relevanter Faktor sein, um ihn als Objekt zu benutzen. Und deswegen sind Tierrechte einfach die logische ethische Erweiterung von Menschenrechten. Habe ich keinen Zweifel dran, ehrlich gesagt, dass da mehr als nur ein Kern von war. Wie ist das weitergegangen mit dem Freund und deiner Mutter? Seid ihr in dieser Runde nochmal zusammengekommen? Nein, also tatsächlich. Oder war es das? Ich habe mir dieses Buch, wie ich vorher genannt habe, dann besorgt und am nächsten Tag gelesen durch die ganze Nacht und in dem Moment hat sich echt mein Leben so verändert. Ich habe damals noch im Krankenhaus gearbeitet und wenn einem dieser Speziesismus erst bewusst wird, man fühlt sich so einsam und verloren. Überall liegen Leichenteile von Mordopfern, überall gibt es Gewalt an Tieren, die verherrlicht wird und die Leute haben einen Hund im Arm und essen währenddessen ein Schnitzel und dir bricht einfach durchgehend das Herz, dass die Leute das auch nicht verstehen wollen. Ich habe dann auch meinen Job gekündigt und ein Jahr lang nur Tierrechtsaktivismus betrieben, weil das einfach zu schrecklich für mich war, wenn der Patient mit dem frischen Herzinfarkt durch die Tierprodukte, die er isst, auf seinem Teller einen Rippenbogen von einem Schwein vom Krankenhaus serviert bekommt, während wir dann auf seine Akte gucken und da liegt das ausgedruckte Bild von seinem Röntgen-Thorax und da ist sein Rippenbogen zu sehen und dann legt man das so geistig übereinander und das ist nicht zu ertragen gewesen für mich. Okay, aber du wirkst ganz fröhlich und arbeitest ja auch wieder im Krankenhaus. Das heißt, du betreibst den Aktivismus doch so professionell, dass du jetzt nicht daran zugrunde gehen wirst. Hoffe ich, dass du so mitleidest, dass für dich kein lebenswertes Leben mehr dabei rauskommt, oder? Also ich habe damals, glaube ich, besonders gelitten, weil ich eben noch nichts dagegen getan habe, beziehungsweise noch nicht wusste, wie ich meine Wut und meine neu gefundene Information channeln kann, um das aktiv umzusetzen und was Produktives damit zu machen. Mittlerweile arbeite ich wieder im Krankenhaus, einfach aus finanziellen Gründen. Allerdings habe ich mich dafür entschieden, nicht mehr mit Patienten zusammenzuarbeiten. Ich arbeite in der Pathologie, weil ich es nicht ertrage zu sehen, wie Menschen vor mir meine Patienten andere Personen essen. Und
Das ist für mich nicht auszuhalten, nein. Verstehe. Ja, ich meine, du bist sehr deutlich, sehr überzeugt. Zum Teil werden dich Menschen auch als sehr aggressiv erleben. Ist dir schon mal was zugestoßen auf der Straße bei dieser Art Überzeugungsarbeit? Missionarin darf ich nicht sagen, aber bei dieser Art Überzeugungsarbeit? Ja, letzte Woche habe ich einmal angekündigt, dass ich in München bin. Das habe ich schon länger nicht mehr gemacht, irgendwo angekündigt, dass ich wo da bin. Und ich glaube, ich habe meine Reichweite ein bisschen unterschätzt. Das Video mit der Ankündigung hat innerhalb von 2 Stunden über 300.000 Aufrufe bekommen. Und als ich dann am Treffpunkt am Münchner Stachus war, waren da über 50 Jugendliche. Das Gespräch oder die Gespräche am Anfang waren zwar erhitzt, aber sie waren größtenteils positiv und konstruktiv. Und ich war auch mit anderen Aktivisten vor Ort, die auch mit den Jugendlichen über das Thema geredet haben. Viele wollten auch einfach Selfies und Videos oder dass ich ihre Lehrer und ihre Klasse grüße, was entzückend war. Oder haben auch ihre Unterstützung ausgedrückt. Wir sind dann auch gemeinsam veganes Eis essen gegangen. Aber wie es halt manchmal so ist, dann kommt halt eine Truppe und die zerstört die ganze Stimmung. Und das waren halt 5, 6 Jugendliche, die Burger mitgebracht haben und Eier. Und die haben dann angefangen, mich mit Eiern zu bewerfen. Und schmerzhaft. Und schreckliche Dinge zu rufen. Ja, also die haben auch getroffen, mich am Nacken, am Bein. Und das wurde immer unangenehmer. Wir haben auch die Polizei informiert. Und dann waren wir schon am Weggehen, weil sie nicht aufgehört haben. Dann hat mich ein Junge wirklich fest am Nacken geschlagen. Davon gibt es auch ein Video. Und ich bin denen nachgerannt, weil ich will mir sowas nicht gefallen lassen natürlich. Aber ich habe ihn leider nicht erwischt. Und die Polizei hat mich dann als 2 Bodyguards zum Hauptbahnhof eskortiert, weil uns die Teenager immer weiter gefolgt sind. Also das ist schon etwas, was die Leute definitiv polarisiert und sie versuchen, ihr schlechtes Gewissen mit Gewalt an mir loszuwerden. Krass. Und dein Ziel ist was? Dein Ziel, die Sklaverei wurde abgeschafft per Gesetz. Dein Ziel wäre auch hier vergleichbar die Abschaffung der Existenz von Nutztieren und ihrer Schlachtung, richtig? Naja, die Existenz nicht unbedingt, sondern einfach die Sklaverei der Tiere zu beenden, den Objektstatus von Tieren abzulegen. Gleichberechtigung, das klingt jetzt vielleicht absurd, weil aber Tiere können doch nicht Auto fahren oder eine Kuh kann nicht wählen gehen. Das ist mir schon bewusst. Das kann ein schwer behinderter Mensch oder ein Mensch ohne Beine vielleicht auch nicht. Es geht um die Gleichberechtigung anhand von ihren Kompetenzen und von ihren Interessen und Bedürfnissen. Und genauso wie ein kleines Kind ein Recht auf seinen Körper hat und nicht als Objekt benutzt zu werden, hat das eben auch ein Schwein. Und ein Schwein ist ungefähr so intelligent wie ein 5-jähriges Kind. Insofern fordere ich Gleichberechtigung vor dem Gesetz von allen Spezien. Und keine Ausbeutung von irgendeinem fühlenden Individuum für seinen Körper, seine körperlichen Ausscheidungen oder für seine Unterhaltung. Das heißt, eine Erweiterung auch unseres Grundrechtskatalogs im Grundgesetz und insgesamt vielleicht die Veränderung der Charta der Menschenrechte? Sehr richtig. Ich fordere einfach Individuenrechte und nicht nur Menschenrechte. Tierrechte sind die logische Erweiterung von Menschenrechten. Man kann das nicht oft genug sagen. Jeder, der an Menschenrechte glaubt und für diese einsteht, der muss vegan leben. Danach kann nichts mehr kommen. Raffaela, ich bedanke mich für das Gespräch und dass du uns deine Mission erläutert hast. Ich danke fürs Zuhören, für die Plattform. Ich wünsche einen schönen veganen Nachmittag. Vielen Dank. In der aktuellen Ausgabe unseres Gesellschaftspodcasts Der achte Tag hat meine Kollegin Aleph Duan den Publizisten Michel Friedmann zu Gast. Und zusammen beschäftigen sie sich mit dem Thema Fremdsein. Ist nicht jeder fremd, der sich von seinem Gegenüber unterscheidet? Was bedeutet es, als fremd wahrgenommen zu werden? Michel Friedmann hat darüber nachgedacht und dann ein Buch geschrieben. Hier beschreibt er den Entstehungsprozess. Das Buch Fremd ist in mir entstanden. Es hat sich geschrieben, es war nicht geplant. Auch die Sprache war nicht geplant. Als ich damit anfing, wollte ich eigentlich ein klassisches Sachbuch schreiben, ein bisschen persönlich und dann intellektuell und sich klug und wichtig machen im Text. Also sehr viel Zitate und Erklärungen und Interpretationen. Aber als ich dieses erste Kapitel privat geschrieben habe und genauso wie es in dem Buch ist, ist es dieses erste Kapitel, war mir klar, ich kann nicht mehr in Anführungsstrichen eine intelligente Routine abgeben. Und dann schrieb es sich von alleine. Und es ist ein ehrliches Buch, es ist ein wahrhaftiges Buch, es ist ein nacktes Buch, es ist ein Buch, in dem ich keine Bettdecke, kein Schutz, es ist vielleicht die traurigste Liebeserklärung an das Leben, aber es ist eine Liebeserklärung an das Leben, es ist ein Trotzdem und ja. Dieses Trotzdem muss man erarbeiten,
weil der Alltag, den ich da beschreibe, und ich sage es nochmal, ich glaube, dass viele Menschen diese Entfremdung auch an sich selbst entdecken, diese Anpassungsbedürftigkeit einerseits, aber auch die Erwartung, dass du dich anpasst. Ich glaube, dass das sehr schmerzhaft ist und trotzdem glaube ich, und wieder dieses Trotzdem, dass das Leben wunderbar ist. Es wird in diesem Gespräch zum Teil sehr persönlich. Wann fühlt man sich zu Hause? Und wie schaut einer wie Michel Friedmann auf so Begriffe wie Heimat zum Beispiel? Eine Heimat, eine Nation, ein Land, ein Zuhause, das sind Kategorien, die konstruiert sind, um meine Einsamkeit und um mein Fremdsein zu kompensieren, zu überdecken. Ich bin dort nicht fremd, wo ich mit Menschen bin, die ich liebe und die mich lieben. Wo ich also spüre, dass ich Mensch bin. Und zwar der Mensch, der ich sein will und mich nicht in irgendeiner Form verstecken und verändern muss. Alles andere ist Fremdsein. Ich bin ein Einzelgänger. Ich bin ein Mensch, der Gruppen nicht versteht und meidet. Ich verstehe die Rituale dieser Gruppen nicht. Das ist jetzt naiver gesprochen, als es ist. Natürlich verstehe ich sie, aber ich verstehe nicht, wie man drauf abfahren kann. Sie empfinden sie nicht. Ich halte sie sogar für gefährlich. Fühlt sich denn Michel Friedmann überhaupt irgendwann angekommen? Klares Nein kommt da von ihm. Das Gespräch ist, Sie werden das merken, ein Plädoyer dafür, dass der Mensch ständig in Bewegung bleibt, um nicht zu erstarren. Ich komme nicht an und ich werde in meinem Leben nie ankommen. Denn das Leben ist dynamisch. Allein schon deswegen kommst du nicht an. Wenn du sagst, ich bin angekommen, bist du stehen geblieben. Und damit bist du stecken geblieben. Und damit ist das Leben eigentlich ausgelöscht, selbst wenn du atmest und unterwegs bist. Ich lade Sie ein, dieses von Aleph und Michel Friedmann sehr offen geführte Gespräch in ganzer Länge zu hören. Sie finden es jetzt auf thepioneer.de. Und natürlich auch in unserer Pioneer-App ganz bequem auf Ihrem Smartphone. Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los? Tja, da diskutiert die Ampelkoalition über eine Maßnahme, die sie selbst schon beschlossen hat, die Gasumlage. Finanzminister Lindner will sie nicht, SPD-Chef Klingbeil auch nicht mehr, aber Habeck, der hat sie erfunden. Und wie geht's jetzt weiter? Was nun? Michael Bröker. Ja, guten Morgen, Gabor. Ja, das weiß die Ampel im Moment auch noch nicht so recht. Christian Lindner hat schon mal ausgesprochen, was auch der SPD-Chef denkt und auch die Grünen-Chefin denkt. Und das ist nämlich Folgendes. Diese Gasumlage muss weg. Nun muss man allerdings den Wirtschaftsminister, der sie ja erfunden und konzipiert hat, noch dazu bekommen, dass sie weg muss. Allerdings, die Zeichen stehen tatsächlich so, dass diese Umlage nicht kommen kann, wenn man gleichzeitig ja den wichtigsten Gashändler verstaatlicht hat, für den eigentlich die Gasumlage gebaut wurde. Also viel Chaos und wahrscheinlich am Ende dieses Jahres keine Gasumlage. Aber hat der Finanzminister, hat Christian Lindner, der jetzt so kritisch ist, nicht den Wirtschaftsminister erst dahin getrieben, als er sagte, kein Geld aus der Staatskasse, denk dir was anderes aus? Ja, Gabor, das hat er tatsächlich. Mitte August war das genau die Ansage von Christian Lindner. Schaff etwas, was im Markt die Gaspreise senkt, ohne dass ich die Schuldenbremse kippen muss oder in den Staatshaushalt greifen muss. Das ist nicht gelungen und Christian Lindner kriegt das nicht nur im Landtagswahlkampf, sondern auch in seiner Bundestagsfraktion jeden Tag zu hören, dass diese Gasumlage da draußen keinerlei Verständnis hervorruft bei den Bürgern, bei den Unternehmen. Jetzt wird es am Ende teurer, denn die Alternative ist natürlich nicht billiger. Die Alternative kann ja nur sein, dass der Staat in irgendeiner Form die Gaspreise so deckelt, so nach unten bringt, dass er selbst mit dem Steuerzahlergeld reingehen muss. Der Finanzminister spricht ja jetzt von einer Gaspreisbremse. Klingt zumindest besser als eine Gaspreiserhöhung. Aber was, Mick, genau meint er damit? Ja, am Ende wird wohl so etwas kommen, was es in einigen europäischen Ländern schon gibt. Dann nennt man es Gaspreisdeckel. Jetzt sagt Christian Lindner Gaspreisbremse. Das klingt etwas weniger kostenintensiv. Denn so oder so, wenn der Bund eingreift in die exorbitant hohen Gaspreise, dann wird es teuer für den Staatshaushalt. Das heißt, Christian Lindner muss irgendwo Geld herholen oder in die Neuverschuldung reingehen. Und da hat er selbstverständlich keine Lust zu. Und sein eigener Chefökonom, Professor Lars Feld, hat bei uns im Podcast Feld und Haukapp im Pioneer Original, hat er sein Urteil zu dieser möglichen Gaspreisbremse bereits getroffen.
Ich bin auch sehr skeptisch, was eine Gaspreisbremse, die über den Bundeshaushalt zu finanzieren wäre, anbelangt. Je nachdem, welchem Modell man da folgt, sind das dann sehr hohe zweistellige Milliardenbeträge, die da anfallen können. Das ist eigentlich nicht auf Dauer zu leisten. Bleibt nur noch die Frage, Michael, wo steckt der Kanzler eigentlich in dieser Frage? Ja, der war gerade in Katar und in den Emiraten, um frisches Gas einzukaufen. Aber er hat ja eine Kommission gegründet, einen Arbeitskreis, die jetzt diese Frage lösen soll. Gaspreis, Bremse oder Deckel. Olaf Scholz hat sich selber noch nicht festgelegt, wieder einmal. Doch das dürfte jetzt in den nächsten Tagen sein wichtigstes Thema werden. Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Da schauen alle auf eine Woche, die verspricht spannend zu werden. Die wichtigsten Termine hat für uns unsere Frau an der Wall Street notiert. Anne Schwedt, einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Es gibt in dieser Woche Wirtschaftsdaten und es gibt auch Firmen-Events. Anne, erzähl uns, was ist davon wichtig? Genau, nachdem es ja letzte Woche eine weitere aggressive Zinserhöhung der Notenbank um einen Dreiviertelprozentpunkt gegeben hatte, sind hier an der Wall Street die Ängste vor einer Rezession jetzt besonders hoch. Die Anleger schauen deshalb ganz besonders auf alle neuen Daten, die in irgendwelcher Form Aufschlüsse darüber geben, wie es so um die Wirtschaft steht und ob die Zinserhöhungen schon erste Schäden angerichtet haben. Diese Woche gibt es zum Beispiel Daten zu Verbrauchsgütern. Da wird darauf geachtet, ob die Zinserhöhungen schon eine Reduzierung der Nachfrage bewirkt haben. Außerdem gibt es Daten zum Konsumklima. Auch da können die Anleger Aufschlüsse daraus ziehen, inwieweit Konsumenten ihr Einkaufsverhalten mit Blick auf die Inflation und steigende Zinsen anpassen oder schon angepasst haben. Und es gibt diese Woche auch noch Zahlen aus dem Immobiliensektor. Da zeigen sich die Folgen der Zinserhöhungen ja in der Regel als erstes. Hohe Zinsen bei Immobilienkrediten führen schnell dazu, dass die Nachfrage nach einem Eigenheim deutlich nachlässt. Und es stehen in dieser Woche noch einige Firmen-Events an, zum Beispiel bei Twitter zum Thema Elon Musk, bei Intel, wo neue Innovationen besprochen werden, bei Amazon, wo neue Produkte vorgestellt werden und Tesla hält sein Event zum Thema künstliche Intelligenz. Und es gibt diese Woche auch noch neue Quartalszahlen, unter anderem von Bed Bath & Beyond, Micron und Nike. Vielen Dank, Anne, und damit zu Annette Weisbach nach Frankfurt am Main. Einen schönen guten Morgen, Annette. Guten Morgen, Gabor. Was sind bei dir die wichtigsten Termine, die für den deutschen Anleger in dieser Woche relevant sein könnten? Es dürfte eine spannende Woche an den Kapitalmärkten geben. Wir bekommen neue Inflationszahlen aus der Eurozone. Die Inflation dürfte auf 9,9% gestiegen sein, in Deutschland sogar auf 10,3%. Das bedeutet natürlich auch, dass der Anstieg der Renditen am Anleihemarkt weitergehen könnte, denn die Erwartungen an die Notenbank, die sind ja momentan auf neue Höchststände geklettert. Ansonsten gibt es den IFO-Index und aus China den Einkaufsmanager-Index für die Industrie. Beide Indikatoren, da wird erwartet, dass sie zurückgehen aufgrund der sich eintrübenden Wirtschaftsausblicke. Von Unternehmensseite findet der Kapitalmarkttag bei Vonovia statt. Das wird spannend, denn letzte Woche hat ja der Immobilienfinanzierer Hypoport eine Gewinnwarnung an den Markt gebracht. Und es wird natürlich interessant zu hören, wie Vonovia den Ausblick für die Kapitalmärkte und den Ausblick für die Wohnungswirtschaft sieht. Denn dieser Wirtschaftsbereich ist ja besonders stark getroffen aufgrund der hohen Energiepreise, aber auch aufgrund der hohen Rohstoffpreise, wenn es um Neubauten geht. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Na, dass wir uns so wenig von der Natur abschauen. Dabei sitzen dort die wahren Experten in Sachen Anpassung und im Tierreich regelrechte Champions im Bereich Ressourcenmanagement. Und wir, die Menschen, haben große Angst zu bibbern und zu frieren in diesem Winter. Wir sehen uns doch alle schon mitten im Wohnzimmer sitzen, im dicken Mantel, mit klammen Fingern, eine abgekühlte Tasse Tee in der Hand. Die einzige Wärmequelle, die warmen Gedanken, die man sich macht. Vielleicht denkt man an das Frühjahr oder den letzten heißen Sommer. Aber genau das ist es ja, der Fehler, dieses Denken. Lassen Sie das doch sofort sein und machen Sie es den Maulwürfen nach. Denn wie ein Expertenteam des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie jetzt herausgefunden hat, lassen diese kleinen Erdbuddler ihr Gehirn im Winter einfach schrumpfen, um so Energie zu sparen. Immerhin verringert sich die Gehirnmasse in den kalten Monaten um ganze 10%, selbst gesteuert. Vielleicht, wenn gar nichts hilft, sollten wir uns doch daran ein Beispiel nehmen, frei nach dem Motto: Denkst du noch oder frierst du schon?
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass Sir Elton John schon so viele Preise gewonnen hat, man ihn aber immer noch mit einer ganz besonderen Auszeichnung wirklich rühren kann. Die Popgröße erhielt zwar schon 2 Oscars für den besten Filmsong, 8 Grammys und unglaubliche 49 Platin-Auszeichnungen. Doch als Präsident Biden am Samstagabend im Weißen Haus ihm die Medaille für sein musikalisches Lebenswerk und insbesondere seinen Kampf gegen AIDS überreichte, da war dieser Elton John hörbar gerührt. Your kindness, America's kindness to me as a musician is second to none. But in the war against AIDS and HIV, it's even bigger. And I can't thank you enough. I'm really emotional about this. Thank you. Für John ist das Engagement ein sehr persönliches. Er selbst verlor in den 90er Jahren 2 gute Freunde an einer HIV-Infektion, unter ihnen Freddie Mercury. Daraufhin gründete der Brite eine Stiftung, mit der er bereits 600 Millionen US-Dollar gespendet hat. Eine wirklich große Leistung. Doch sein nächstes Ziel ist nicht weniger ambitioniert, wie er den Gästen im Weißen Haus erzählte. To end AIDS by 2030. We can do it. We can do it. And we will do it. Okay? Unterstützung bei seinem Vorhaben bekommt er auch vom amerikanischen Präsidenten, wie Joe Biden hier mit einem Augenzwinkern erklärt. By the way, it's all his fault that we're spending $6 billion in taxpayer money this month to help AIDS, fight HIV/AIDS. Wir verneigen uns also vor Sir Elton Johns Lebenswerk als Musiker und eben auch als Mensch. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen, einen gefühlvollen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Catch a star, if you can, wish for something special. For you.